So, ihr Gummipuppen, herzlich willkommen zu Terraria, ja? Gummipuppen. Ja, was ist da los? Ja, ich denke mal, es ist Zeit, den Eater of Worlds noch mal ein paar Mal zu killen, ja? Wir haben ja jetzt den schon irgendwie, glaube ich, haben wir den schon mal getötet, ja, ne? Oh, Was? verdammt. Was denn? Scheiße, was ist meine Muskete? Ach, hier ist meine Muskete. Muskete, Mama, ohne meine Muskete kann ich nichts gegen den Peter machen. Nein, ohne meine Muskete kann ich nichts gegen den Eater of Worlds machen. Aber ohne meine Muskete. The fuck. Es geht jetzt direkt los. Ja, Jungs, Jungs. Daniel. Wie viel Ja? Rotten Schunk hast du denn dabei? Keine Ahnung. Rotten Schunk, musst du im Inventar nachgucken, ist vielleicht ganz. Einen. Oh, Wieso? stark. Ja, wir brauchen Rotten Chunk und wir brauchen Vile Mushroom. Wieso? Weil wir damit den Eater of Worlds nochmal beschwören können. Oder willst du kein geiles Armor-Teil hier und alles? Doch. Ja. Weil der droppt ja Demo Knight, wie wir alle wissen, und ja. Das ist ja das, was der Daniel will. Ja, wir müssen hier also Da bin ich gerade an irgendeinen leeren Makar. Ich weiß, dass es irgendeinen gibt, der die ganze Zeit hier, also hier sagt. Hier, diese Rotten Chunks brauchen wir, weißt du, was ich meine, ne? Okay. Welche? Ach, Ja. die. Okay. Ja, genau, die. Und dann brauchen wir noch Vile Mushrooms, das sind hier diese Pilze. Vile Mushrooms. Okay. Halt dir also dafür einen Inventarplatz frei, nachher flammst du wiederum. Ich hätte dir nichts gesagt, obwohl ich dir die ganze Zeit gesagt habe, ja? Okay, dann schmeiß ich mal ein Emerald mit weg. Hilfe, Hilfe! Peter! Mein großer Meister, rette mich! Ich bin der Daniel, ich kann doch nicht alleine spielen. Nee, ich war gerade in meinem Inventar. Naja, ich weiß. In meinem Ja, wir Inverter. haben gerade, also wer den gefailten Skyblock-Part gesehen hat, weiß, welches Problem wir hatten, ja? Der Skyblock-Part wird natürlich hochkommen. Wir, die Outtakes-Produktion, können sowas natürlich nicht hochladen, ja? Das ist ein Muss auf unserer Jo. Liste. Ja, klar. Ja, wir haben gerade richtig krass gefailt in Skyblock, weil irgendwie der Daniel hat geleckt und Daniel, keine Ahnung, ich weiß nicht, dann habe ich jetzt gerade eben, als wir mit Terraria angefangen haben, habe ich auf einmal geleckt, als ich den Server aufgemacht habe. Na, vielleicht wegen der. Na, ich Hilfe! weiß es Peter, nicht. Peter, 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 Peter! Peter, 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 Als ob du jetzt sterben würdest. Nicht gut, nicht gut, nicht gut, nicht gut. Oh, Rotten Chunk. Hilfe, ich bin eingefangen. Ich bin eingefangen. Als ob du Ich da bin nicht raus. eingefangen. Ah. Oh, gut. Lol, lol, lol. Wo muss ich hin? Hier unten war noch ein Rotten Chunk, okay. Ja, das ist mein hammergeiles Wasser, was ich im Hintergrund trinke. Wer es hört, ist ein dicker Skiller. LOL, ein Eater of Souls. Der will doch nicht etwa meine Seelen essen? Nee. Dieses Deathweed kann ich ja irgendwie nicht leiden. Ja, und ich weiß, dass hier diese blöde Fußstatue rumsteht, ja. Wie viel Rotten Chunk-Dings brauchen wir? Genug, also. Warte, ich guck mal kurz nach. 15 Rotten Chunk. Und Okay. 3 Weil Ich habe schon Mushrooms. 5. Ich hab schon 7. Komm mal in die Blue Party. Hello. Hallo, ihr Analgranaten, was ist da los? Das Geilste, was der Elotrix hier gebracht hat, war ja immer noch Analglocken. Da habe ich mir so einen abgelacht, ne? Verdammte Scheiße. Das war echt witzig, ja. Wer Elotrix nicht schaut, ja, ist seine Sache. Weil ich mag den irgendwie, ja. Und ja, ich mag auch die Live-Commentaries an alle, die es ungläubig mir jetzt zugucken und denken, wie kann man sich denn so einen minder bemittelten Scheiß angucken? Ja, das gucke ich mir an. Ja, dann fragt euch mal selbst, was ihr euch anguckt. Nämlich das hier. Ja, das meinte ich doch. Ja. Ich weiß. Bisschen dicker Skiller, sagst du. Ich bin dicker Miner, Alter. Was
Was willst du denn da unten? Bitte, die Truhe ist mir. Ich habe sie gesehen, ja? Ups. Hä? Ha. Ja. Oh Mann, bitte, lass mich da rein. Oh, eine Shine Potion. Und ja, nichts Besonderes hier. Achso, okay. Kannst du nehmen, wenn du willst. Eirenore? Hm. Ich hab gar keinen Inventarplatz mehr für, na, wer braucht denn dieses Deathweed? Eine Shine Potion ist voll mega geil und so. Was brauche ich denn nicht? So ein blödes Shake Rum. Und Silver Coins. Ja, die Silver Coins. Daniel hier. Ich schenke dir mal einen Gold Coin. Ja, ich dachte schon, das wäre jetzt irgendwas Spannendes. So, ne? Ja, okay. Ist ja runtergefallen. Ja. Er hat doch diese super geilen. Oh, wusste ich, dass der Mongo das jetzt sagt, ey. Ist er runtergefallen? Oh, eine Sternschnuppe. Lol, wie tief geht's denn hier? Da war's da los! Lol. Das ist ja echt anormal. Boah, da kriegt man voll die epileptischen Anfälle, ey. Na im Ernst, ich brauch meinen geilen Light Orb. Sexy. Hey, das musst du, das ich haben, weil ich habe ja noch. Aber das ist doch das Cloud in a Bottle. Aber ich habe 140. Ja, ich habe dann 200. Dann habe ich 60 mehr Leben, aber du hast dann ein Cloud in a Bottle. Komm, das ist doch ein mobiles Upgrade. Was haltet ihr davon? Schreibt's doch mal in die Kommentare, Mama. Ah, der Lieblingssatz des YouTubers. Ja, hol du dir das. Du okay. Lebst ja eh immer länger als ich. Ich sterbe ja sofort, weil ich auch am wenigsten Leben habe. Deswegen habe ich dann immer so eine gute Ausrede. Das ja, hast du ja auch recht. Peter, du hast mir doch gar keine Life Crystal gegeben. Guck mal hier, hier ist sogar ein herzförmiges hier, Daniel. Ich geile herzförmige Cave. Schön, ne? Ein Herz, wie du es malen würdest. Nicht, wenn ich meinen Bambu-Patch habe. Dann gebe ich mir Mühe beim Zeichnen. Ah, oh. Bist ein dicker Loser, das. Wie fühlt sich das an mit so einer Schnecken-Grappling-Hook? Ganz oh Mann, oh. Sicher, ganz warte auf easy. Mich. Ah, diese Qualle greift mich an. Ich bin ja schon oben, ne? Oh, Daniel. Du bist runtergefallen, Sess. Die Qualle greift mich an. Ah, Hilfe! Hier ist so ein Eater, hier ist so ein scheiß Eater-Dinger. Au! Alter, du kommst doch mit einem so einem Viech klar, oder? Oh, Halleluja! Halleluja! Oh nein, mein Mana-Stern. Ich bin gerade beinahe abgekratzt. Scheiße! Das war mein Mana-Stern, du. Tja. Ich brauche ja noch Skill, um irgendwo hochzukommen. Du cheatest dich einfach hoch. Mama, das ist Cheaten einfach nur, weil ich besser gefarmt habe. Ja, natürlich ist das Cheaten. Das ist totales Cheaten. Und was hat deine Mutter da überhaupt zu suchen?
Was? Was? Nein! Was? Verdammt, das ist doch Bullshit. Aber selbst wenn ich noch eine normale Grappling-Hook hätte, mal im Ernst, ich würde das immer noch besser schaffen als du. Ja. Ja, aber wenigstens laggen wir jetzt nicht mehr so, ja? Das ist ja schon in Ordnung. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass der Daniel so exzessive Lags hat. Wo bist du? Ich mache jetzt Magic Mirror. Jetzt! Genau wo ich draußen bin! Gerade wenn ich die ganze Zeit versucht habe, mich da hochzuarbeiten. Und dann... Oh lol! Dann machst du Magic Mirror. Oh, sorry. Aber ganz umsonst mit dem Nachhause-Porten hätten wir gar nicht gebraucht. Fällt mir gerade auf. Wir müssen das sowieso an so einem Special-Dings senden. Ne, war nur ein Witz. Ich muss hier nämlich noch dieses Powder machen. Oder wie ging das? Ich muss jetzt erstmal auf Toilette. Ach du Scheiße, ich brauche eine Alchemie-Station. Nein! Fertig. So, jetzt müssen wir erstmal eine Alchemie-Station. Lol, das wollte ich nicht. Dann mache ich jetzt erstmal eine Alchemie-Station, sagst du? Wofür? Ich bin der Daniel. Ich bekomme nichts mit. Haben wir noch irgendwo Sand? Wofür brauchen? Da. Sand. Aus dem Sand mache ich mir dann 3 Glas. Na, okay, ich kann direkt. So. Und aus dem Glas mache ich mir dann Bottles. Genau. Und die Bottle stelle ich dann da drauf und dann habe ich schon... Ja, das klappt doch. Sehr schön. Was denn? So. Sag es mir, was haben wir jetzt? So. Ne, ich will dir die Spannung ja nicht verderben. 100 Mana, sagst du? Ah, bist ja auch schon ein Skiller. Ja, wie viel Mana hast du? Keine Ahnung. Auch 100. Ja? Ja. So, dann geht's jetzt zurück. Ich würde jetzt hier nochmal ein Geld-Safe machen, da du ja auch ein Goldstück hast. So. Hast du noch einen vor uns da? Nope. Schade. Sonst hätte ich mir jetzt nämlich nochmal vor dem Eat of Worlds Kampf einen Shroom nehmen können. Was war das? So. Ich habe jetzt 10 Gold, ne? Okay. Ja, das reicht doch für 2 Paar Boots. Ach lol. Für was? Für was reicht das? 2 Paar Boots. Für 3 Paar? 2 Paar, verdammte Scheiße. 1 kostet, glaube ich, 5 Gold. Okay, und wieso sollte ich mir so viel machen? Wieso sollte ich mir 2 holen? Ja! Es ist nur eine Absicherung, dass du jetzt genügend Geld hast. Weißt du? Ich habe dir jetzt so gesagt, daraus kannst du dir 2. Ah, stimmt. Du hast mir ja gesagt, ich sollte nur 5 holen. Ja, und jetzt habe ich dir gesagt gerade, dass du damit sogar 2 machen kannst. So, Silber brauchen wir nicht, ja. Iron brauchen wir nicht, Silber brauchen wir nicht. Meteorit, ja, okay, Iron Ore. Copper. Krieg ich nochmal einen ganzen Goldcoin hier. Ja, das war's. Das war's. Ich habe jetzt übrigens 20 Gold.
Gut. Ja, ne? Ja. Ich bin einfach der dicke Skiller. So. Hui. Schade. Dann geh schon mal runter da, wo wir immer den Eater of Worlds beschworen haben. Wieso immer da? Wieso müssen wir da hin? Also wieso generell da unbedingt und so? Das ist doch ein schnuckeliger Ort, oder? Also wir müssen ihn auf jeden Fall in dieser Region hier beschwören und dann, denke ich mal, können wir ihn direkt unten in den Gängen beschwören, oder? Jo. Au! Oh Leute, ich bin schon wieder gegen mein hässliches Mikro. Nein, mein Mikro ist schön gekommen. Nein, mein Mikro ist schön. So, ready for Beschwöring. Ich mache am besten jetzt nochmal kurz. Kurz. Ja. Ich geh mal da oben hier so in Deckung, damit ich da immer schön draufballern kann. So, jetzt habe ich nochmal Mitternacht gemacht und dann Okay. Hau ich jetzt mal rein, ne? Jo. Eater of Vol. Au! Au, au, au! Richtig geile Deckung und so, sagst du? Was? Da drücke ich die falsche Taste, das gibt es doch nicht. Da drücke ich G. Ach, ich bin ja auch ein Genie. Okay. Ich komme nicht. Hilfe, drück Hilfe. Ha. Naja, okay. Ist ja nicht so schlimm. Ich bin ja selbst gestorben, weil ich die falsche Taste gedrückt habe. Ist ja nicht so schlimm, Daniel. Ist ja nicht so. Dass er schon wieder abgehauen ist. So, und dann. Meinst du, wir können das nochmal machen? Ja, wir brauchen aber noch. Ja, irgendwie. Ach ne, doch nicht. Ja, wir brauchen noch ein paar Pilze. Also ich brauche noch 3 Pilze. Also 3 okay. Von diesen Wild Mushrooms, wo ich dir gesagt habe, die sollst du auch farmen. Wie viele hast du? Ich habe keinen. Dafür habe ich aber einen Stern. Achso, okay. Das ist gut. Wenn du mir den gibst, kann ich dann sogar, dann habe ich einen vollen Dödel wieder. So. Ich erinnere mich doch an das letzte Mal, als du mir einen Stern gegeben hast. Oder 8 Sterne waren es sogar. Von denen haben wir nie was gesehen. Ja, ich Alles in Ordnung. Ja, ich diese Pinöpel in der Umgebung. Lag sicher an dir. Ja, stimmt, hast recht. Stimmt. Ja, alles liegt ja immer an dir, ne? Das ist ja auch mein Server. So. Natürlich. Ne, keine Ahnung. Ich hab dir wirklich so rübergeworfen. Ja, ich weiß. Weil danach hast du das dann ja auch gepackt, aber ich war echt creepy, also. Komisch war das. So, ihr seht schon wieder nix, ja, sorry Leute. Alle, die diese. Dann gehe ich mal mit Licht vor. Maximale Auflösung gucken. Können dann nur schwarzen Bildschirm mit schönen Pixeln in der Mitte erkennen. Musst du dir mal vorstellen. Ja, die können dann unsere. Ich bedräng dieser Soul Eater leicht. Könntest du den vielleicht. Dankeschön, den auch. Dankeschön. Müssten ja irgendwo noch Wild Mushrooms sein, ne? Wenn nicht, wäre das ja ziemlich scheiße. Ha, hier spawnen ja ganz sicherlich keine mehr. Kommt hier nach der Corruption nochmal eine Corruption? Mir ist gerade auf einmal so auf X wieder das Wort eingefallen. Das ist eine Corruption. Keine Ahnung, nee. Das ist die Corruption. Ich glaub nicht. Ja, dann sind wir erstmal so genatzt, also weil... Ja? Erstmal können wir nichts tun.
Das ist aber auch schade. Wäre eigentlich total easy gewesen. Ich hätte ja 100 Life nochmal geheilt. Und ja, ich war natürlich zu geil und hab dann G gedrückt oder so ein Scheiß. Ja, auf jeden Fall. Irgendwas, ja, hättest du anders machen müssen, ne? Ja. Ah, schade. Oh, lol, oh lol. Alter, ich hasse diese Würmer, ne? Die sehen aus wie Penisse. Das müsste nochmal ekliger. Ah, ich bin unfähig. Die Goblin Army. Oh, oh, ja!